In diesem Video zeige ich euch kurz, wie man den Züxl P660 RTX ADES L2 Plus Router ansteckt und einschaltet. Ich habe hier, das Ding ist nicht besonders groß, 4 Lämpchen, die eigentlich selbsterklärend sein sollen. Und hier auf der Rückseite habe ich den DSL-Anschluss, wo sozusagen meine Internetleitung reingeht, und hier den Ethernet-Port, über den ich ein normales LAN-Kabel anstecken kann. Und an dieses LAN-Kabel stecke ich sozusagen mein Notebook an oder meinen Rechner, über den ich das Ding konfiguriere.